Warum kommt da kein Liquid Copper? Arbeitest du? Wo stellst du her, Bronze? Mach dich mal weg. Tin haben wir ja auch keins mehr, ne? Nee, Tin haben wir auch keins. Wir müssen gleich Tin abbauen. Und wir müssen irgendwie flüssiges Kupfer dahin bekommen. Hä? Das Rohr führt nach da oben. Dann verbinden wir doch mal die beiden. Ups. Die beiden da. Ah. Naja. 0,0001. 0,0001. Es ist nicht viel, was oben ankommt. Aber es kommt schon mal oben an. Was bist du? Du bist Zink. Gehst mal bitte nach da und dann nach da. Dann kommst du daraus. Das da ist, glaube ich, Zink. Warum? Egal, ich stelle es nicht in Frage. Einfach akzeptieren. Kupfer unten. Kupfer füllt sich wenigstens. Warum füllst du dich nicht? Haben wir noch eine Pumpe? Setz da eine Pumpe hin. Bam. Oh. Bam. Da sind 2,0 in den Rohren, aber das will nicht raus. Es verbindet sich hier gar nicht. Kann das nicht ordentlich sehen? Doch, es verbindet sich nach unten. Jedenfalls laut dem kleinen Mini-Bild da rechts unter der Minimap. Ja gut, das muss ich im Auge behalten. Das heißt, jetzt muss ich loslaufen und den suchen. Und dann hätten wir unser Gunmetal Alloy und dann könnten wir endlich die Power Armor MK3 bauen. Die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Um so ganz ehrlich zu sein. Es mangelt eher daran, dass wir immer genug Munition haben. Aber es ist bestimmt trotzdem ganz nice to have. Mit noch einem Fusionsreaktor, noch mehr Schilden und noch mehr Laufgeschwindigkeit. So, das war Tungsten, das war Silber, das war auch alles Silber. Oh, hallo. Was macht jeden da komisches? Weg. Ja, die haben sich irgendwie aufgehangen. Die da übrigens auch. Das scheint echt ein Problem zu sein in höheren Speicherständen, wie wir es gerade haben. Oder es kann daran liegen, dass ich seit 20 Visionen immer dieselbe Welt update und deswegen ein paar Bugs aufgetreten sind. Müssen wir mal in der nächsten Version gucken. Was bist du? Du bist Zink, kann ich auch mal. Wow. So. Wow. Ich will doch nur Metall abbauen, Jungs. Hat unsere Basis was zu tun. Und das sind Saphire, die da angelaufen kommen. Wo guckt ihr alle hin? So, komm, schieß die weg. Schieß die, genau. So, die da auch noch bitte. Dann würde ich ganz gerne an das Zink. Das ist nur Dreck. Silber. Kristallformation, ja. Warum lauft ihr so komisch unten rum? Ihr plant doch wieder irgendwas. Oh, König, komm, hier. Schön mal in der Basis bleiben. Wow, 2, 4, 6, 8 Könige. Das ist das Rekord. Kein sehr schöner. Oh. Aber er gibt mir wenigstens recht, dass es später immer mehr werden. Und nicht immer nur so ein, zwei kommen. Wobei das hier jetzt ja auch, ne, quasi gepult ist und nicht ein natürlicher Angriff. So, oh, die haben da eine Basis gebaut. Deswegen haben die da vielleicht gehockt und nichts gemacht. Die haben gearbeitet. Haben eine Basis gebaut.
Zink oder Zinn. Irgendwo, wo es ein bisschen einfacher ist, ranzukommen. Ich decke mal die Karte auf. Da haben wir Silber. Da ist Kupfer. Da ist ein Meer. Ich kann übers Meer gehen. Nein, ich verunschalte den Planeten jetzt nicht. Ich wollte ja gerade rüberlaufen. Was bist du da? Zink. Aha. Oh, warte mal. Da hat sich Tungsten versteckt. So, kann ich dich abbauen? Was? Ah doch, rechte Maustaste. Ich dachte schon, ich muss jetzt die Solar Panels auspacken und hier ein Mining Drill hinstellen. Was ich im Notfall dann auch gemacht hätte. Oh, da kommt ein König. So, 14, 15. Ich hoffe, das reicht für das Mischverhältnis. Oh. Ich habe schon wieder ein bisschen was gepult. Ich brauche immer noch Tin. Denn ich weiß nicht, wie es auf der Karte aussieht. Und es ist dunkel. Da wird irgendwas angegriffen. Oh, hey, Artefakte. Was ist das? Gold. Ja gut, das macht jetzt keinen Sinn, im Dunkeln weiterzusuchen. Weg mit dir. Obersniper. So. Aber wir haben schon mal Zink. Das heißt, das schmeiße ich jetzt hier rein. Zack. Und sobald es gleich, und das dauert hier echt eine Minute oder so, wieder Tag ist, können wir wieder los. So. Strom ist ja, ne? Alles super. Das heißt, ich mache aus dem mal wieder eine aktive Kiste. Wobei ich langsam den Verdacht habe, wir sind mit dem Content fertig, bevor wir das Ding hier abreißen können oder Kohlepolieren bekommen. Aber trotzdem haben die Roboter was zu tun. So, Könige, kommt her. Saphire, kommt her. Ich meine, Elder, weiter. Alle Roboter ausgelastet. Strom immer noch gut. Also, beim nächsten Start auf jeden Fall am Anfang entweder eine schöne Stelle suchen, wo es eine glatte Küste hat, oder halt mit Landfill eine glatte Küste machen und einfach tierisch viele Steam Engines und Boiler und so weiter hinbauen. In einem Verhältnis von 1 zu 5. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wir haben momentan ein Verhältnis von 1 zu 3, noch was. Wurde auch in den Kommentaren schon mal geschrieben und auch im Forum, also im Factorio-Unterforum bei mir im Forum, wurde dazu eine Tabelle gemacht, die recht praktisch war. Also soll wohl reichen, wenn man 1 zu 4 hat, glaube ich, von derselben Textstufe. Aber ich nehme trotzdem lieber dann 1 zu 5, damit auch im Notfall... Wow... Damit auch im Notfall immer genug Strom da ist und genug Wasser und genug heißes Wasser. Und dann halt immer 15 Boiler, 3 Steam Engines und dann die ganze Küste lang. So dass wir immer, keine Ahnung, 10-mal so viel Strom haben, wie wir brauchen. Das ist der Plan für das nächste Mal. So, aber dieses Mal haben wir es jetzt wieder hell und ich kann wieder Tin suchen gehen. Wo hatte ich es letztes Mal gefunden? Ich laufe einmal ein bisschen in der Geschichte rum. Deck die ganzen Basen auf, die inzwischen gebaut wurden. Pull hoffentlich nicht alle. Da ist Silber. Tungsten. Schönes Kohlefeld. Einer Basis. Oh, hier sind überall nur einer Basis. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Ganz nicht Akron. Gut. Es sind ein bisschen viele Königinnen gewesen und Könige. Ganz viel Zink. Tin. Oh. Ihr habt das gemerkt, ne? Boah, der Gero ist jetzt endlich da, wo er die ganze Zeit hin wollte. Das können wir doch nicht zulassen.
Ich mach euch jetzt alle tot. Ich laufe jetzt nicht zur Basis zurück. Das könnte sowas von knicken. No. Ah, Mist. Schild aufladen. Kommt her. Ihr müsst jetzt alle sterben und hoffentlich keine neuen Sachen pullen. Ah, ich pull neue Sachen. So, die... Ja. Okay. Lauf, schneller, bau 1, 2, Tin ab. Lauf. Habe ich einen Tin bekommen? Ein Tin? Ein Tin. 7 Magazine noch. So, die Könige kann ich ignorieren, die sind zu lang. Wow, Baum. Mein ewiger Feind, der Baum. Oh Gott. Wo bin ich hier? Die weg. Geh nach Hause, nach Hause, nach Hause, nach Hause, nach Hause. Schleife ziehen. Enge Schleife ziehen. Jo, tu mir etwas zu tun. Schnell töten. So, 5 Magazine noch. Wie viel Tin habe ich jetzt? 3. Was ich weiß, direkt westlich der Basis gibt es Tin. Ein Feld, schwer bewacht. Ich hoffe mal einfach, dass das Mischverhältnis sehr, sehr, sehr zu meinen Gunsten ist. Und wir mit 3 Tin genug Gunmetal Alloy bekommen. Achso, und du darfst erstmal wieder aufhören. Also es hat nicht die Stromversorgung tangiert, das ist schon mal sehr schön. Also diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Roboter. Aber es hat halt die Roboter ausgelassen, die eigentlich andere Sachen machen sollten. So, jetzt gucken wir aber wegen Gunmetal Alloy. Hier hoch. Zu unserer schönen, komischen neuen Anlage da. Hier. Wo ist Tin? Ich tue mal ein Tin rein und gucke, ob es in die richtige Richtung fließt. Ja. Gut. Das heißt, du musst jetzt woanders hin. Du musst da oben rum. Nicht mit irgendwas kombinieren. So. Ja, 2 Gunmetal Alloy. Wie viel brauche ich? 80 oder so, ne? Das war eine recht... Ja, 80 Gunmetal Alloy. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine Foundry. Die da, die das ganze Ding auch noch für mich gießt. Oh, dauert ganz schön lange. Eine Foundry, die das Ganze für mich gießt und wir kommen niemals nicht auf 80 mit dem bisschen Tin. Du kannst das jetzt alles da reinhauen, dann gucken wir mal, wie viel rauskommt. So, das. Ja, guck dir mal das Rohr an. 0,2 ist da überall drin. Oh Gott. Ja, aber ich halte jetzt einfach aus. Ich warte, dass der Angriff kommt mit den 20 Queens und 20 Königen. Dann hoffe ich, dass die Mauern halten. Wenn nicht, verballere ich meine 5 Magazine. Was kommt da? Ein kleiner Kram. Sonst verballere ich halt meine 5 Magazine. Und wenn der Angriff da ist, der Angriff. Lauf doch mal lieber hin. Wobei, nee, das halten die schon aus. Setz die Foundry, guck, wie das hier läuft, dann ist gut. Ja, wenn der Angriff da abgewehrt ist, dann kann ich am nächsten Morgen wieder los und versuchen, mehr als 3 Tin zu bekommen. Vielleicht sollte ich echt eine Solaranlage da hinstellen und so einen Super Drill mitnehmen, weil der wird so viel Strom verbrauchen, dass es nicht hinhaut. Ja, mal gucken. Du.
dahin. Du hättest gerne Gunmetal. Du brauchst Wasser. Ernsthaft? Boah, wie die mich hier immer torpedieren. Du, wow, tolle Rohre. Tolle Rohre. Gehen nach unten und schnappen sich jetzt irgendwo Wasser. Da sieht doch gut aus. Wie komme ich da hin? Perfekt. Zack. Hast du Wasser? Du hast Wasser. Schöne Sache. Ding, ding. So, ich kann keine Module reinhauen. Ich würde auch kein... Oh, stimmt, da fällt mir gerade ein Hinweis ein. Also ich kann keine Module hinhauen und ich kann auch keine Beacons hinhauen mit Produktivitätsmodulen. Aber was vorgeschlagen wurde, was ich wahrscheinlich vor 20 Folgen oder so hätte machen sollen, wo es noch relevant war, ich könnte Beacons hinsetzen mit Modulen, die weniger Stromverbrauch erzeugen. Und zwar neben unsere Schmelzen. Kann ich immer noch machen, aber ist jetzt nicht mehr so wirklich tierisch notwendig. Du da. Und ich habe hier noch gar nicht so hoch erforscht, oder? Naja doch, Energy Consumption minus 75% mal 2 oder 3, die in den Beacon reinpassen. Das sind dann schon 150 oder 25% weniger. Bei einer Schmelze, die alleine schon 2 MW verbraucht, das ist schon sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, jetzt, ne? Nicht mehr so, obwohl... Die 10 Stück sind alle relativ nah beieinander. Das könnte ich ja noch reduzieren, aber ne, müssen wir gucken. So, ein Gunmetal Alloy. Ernsthaft? Ich habe kein Zink mehr dabei, ne? Nö. Krass. Okay, nächste Folgen. Sehr viel Zink abbauen und möglichst viel Tin. Und dann irgendwie das hinbekommen, dass wir die 80 zusammenkriegen. Und hier ist auch irgendwas nicht so ganz super abgelaufen. Füllen bitte. So, also genau. Zinn und Zink holen. Das Muster weiter ausarbeiten. Hier Roboports hinklatschen. Ja. Das Ding hätte ich nicht erforschen sollen. Nicht jetzt. Da brauche ich wesentlich mehr Sapphire für. Das heißt, der Plan, um halt vom Content her weiterzugehen, ist folgender. Sobald wir die Science Packs da haben, versuche ich die besseren Türme zu bauen. Und zwar in Massen. Und damit unsere alten Türme zu ersetzen. Und dann pull ich. Und dann pull ich so dermaßen viel Zeug zu unseren Türmen, dass wir genug Saphire haben, um die Forschung weiter zu betreiben. Das ist der Plan. Bis gleich.